mein bester Freund. Ach, Alan, das könnte so viel einfacher sein. Schön, seien Sie ein Idiot. Ich nehme das Rohr, ich treffe Sie am Staudamm, falls Sie es schaffen. Wenigstens musste ich mir um sie keine Sorgen machen. Sie wusste sich zu schützen. Okay, müssen wir hier lang gehen, also. The well-lit room, okay. Mal wieder eine Manuskriptseite. Sarah entspannte sich fast. Vielleicht konnte sie ja doch alles zum Guten wenden. Plötzlich ertönte ein kreischendes Geräusch wie eine Kreissäge. Hunderte Vögel aus Schatten geformt, flogen in die Rotorblätter. Der Hubschrauber ruckelte und das Armaturenbrett leuchtete. Es verriet ihr, was sie schon wusste. Sie würden abstürzen. Barry Wheeler schrie neben ihr auf. Scheißegal, wie das wollt. Haben wir hier schönes Revolvermunition, Jagdwehrmunition. Ich lade lieber schnell mal nach, einmal. Die Sturzstelle sah schlimm aus, aber ich glaube, das Wrack war leer. Das ist auch leer, Junge. Ein Weg. Okay. Ach, da geht's zum Raum also lang. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich irgendwas. Oh. Barry! Barry! Ah, hier drüben! Durchhalten, ich komme! Ein gutes Timing, Wake. Wir wollten schon einen auf Butch Cassidy in Sundance Kid machen. Ich habe ein anderes Ende im Sinn. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich wusste, du schaffst es. Warum das? Das flammende Auge von Mordor. Ah, oh, mach dich nur lustig. Mussten wir nicht irgendwo hin? Weaver trifft uns am Damm. So, hier ist nichts für uns. Ach, schade. Wenn du den Großteil der Nacht damit verbringst, vor dämonischen Hinterwäldlern davonzurennen, die dir die Rübe mit einer Axt abhauen wollen, weißt du, dass dein Hubschrauber in Night Springs abgestürzt ist.
So. Hätte doch weiter trainieren sollen. Sehen Sie die Lichter? Das ist der Aufzug, den wir nehmen müssen. Ach da, okay, gut. Aber schon wieder sehr, Nichts geht über Wanderung. Ja, nichts geht über Wanderung, das stimmt allerdings. Was ist das? Das ist ja überall! Oh Mist, das sind mehrere! Echt? Nichts bewegt sich so, das ist unmöglich! Ah, hey! Unternimm was! Er ist zu schnell, ich treffe ihn nicht! Wie viele denn noch? Wo ist der eine hin? Das darf doch nicht wahr sein! War's das? Sind wir sicher? Nein. Das war... Wow, ich glaube, das war's. Nein, Alter, warum seid ihr alle so optimistisch, Alter? Das war's noch lange nicht. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Wir müssen gut aufpassen. Lass uns eine Pause machen, ne? Ich möchte das nicht machen, El. Wake, rufen Sie den Aufzug. Ich passe auf. Ich glaube, hier bewegt sich was. Erstmal nehme ich mir alles, was hier drin ist. Hey. Welche Pistole hier nehmen? Genau. Achtung, da kommen Sie. Oh nein. Sie kommen! Wir müssen sie abwehren! Was ist das? Oh nein! Oh nein! Was man sagen muss, die Lichter weg, wenn man vom Dunkeln in den hellen Raum kommt, ist geil. Oben gibt es einen Eingang in den Staudamm. Wie sieht der Plan aus, Wake? Weaver ist verrückt. Doch sie hat was von Zane bekommen, um die Dinge wieder zu richten. Klasse! Könntest du bitte noch etwas ungenauer sein? Thomas Zane? Im Ernst? Könnte auch von Paul Bunyan oder Bigfoot sein. Ja, er war real. Schön vorsichtig, okay? Oh Mann, ich hasse das. Ach, die ist jetzt geladen. Okay, gut. Okay, Wake. Da drüben ist ein Knopf, der die Tür öffnet. Da ist was kaputt. Halten Sie den Knopf gedrückt, dann geht's. Findet Weaver. Sie sollte beim Staudamm sein. Ich muss es da oben allein schaffen. Okay, Wake. Viel Glück. Verlieren Sie nicht Ihren Kopf. Oh, bitte, sei vorsichtig. Ich passe auf Barry auf, Wake. Passen Sie nur auf sich selbst auf. Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Thank you.
runter. Ach man, Alter, ist doch alles zum Kotzen hier. Ich muss wieder die Scheißarbeit machen für die. Wieder hat der Sheriff das Ding nicht aufgemacht, Mann, Alter. Der soll auch die Leute retten, weißt du? Ich bin hier die Person, wusste, der alles retten soll. Vernichten musste, dass dieses Grauen ermöglicht hatte, auch sich selbst. Nur so konnte er das entfesselte Dunkel, das ihn durch die Augen seiner toten Liebe ansah, verbannen. Doch er wusste auch, dass es trotz seiner Mühen vielleicht zurückkehren konnte. Also schuf er, noch während er sich selbst und seine Arbeit in die Nicht-Existenz schrieb, eine Hintertür, eine Ausnahme der Regel. Alles von ihm, das in einem Schuhkarton war, sollte bleiben. Immer muss ich hier diesen scheiß Weg gehen. Ich muss mich jetzt eigentlich auch mal am Ohr kratzen. Aber es interessiert da gerade keinen. Obwohl ich ja hier im Licht stehe, da darf ich das ja mal einmal machen, kurz mir am Ohr kratzen. Okay, weiter geht's. Ah, die haben auch alle so ein Glück, Alter. Oh nein. Der rennt aber auch nicht wirklich schnell, muss ich ja feststellen. Ach, da geht's auch zum Raum, okay. Ich kann Hobby oder Arbeit sein. Zahlenmäßig war ich unterlegen. Der Suchscheinwerfer konnte da helfen. Komm, du Pussy. Genug. Keinen Schritt weiter. Stopp. Es reicht. Ich kann hier wegkommen, Alter! Alter, mein Gott! Hier rein!
wahnsinnig hoch. Keine Sorge wegen des Lärms. Wir sind sicher. Ich kümmere mich nun schon seit vielen Jahren um den Heldenraum. Es gibt keine Schatten dort. Die Stromversorgung ist ausfallsicher und alle Glühbirnen sind nummeriert und werden regelmäßig nach Marke und Modell ausgewechselt. Klar. Im Norden am Raincove Point ist ein alter Armeestützpunkt. Er war im Zweiten Weltkrieg in Betrieb. Sie haben auch hier gearbeitet. Sie müssen das hier gebaut haben. Ja, das stimmt. Jetzt gehört er mir. Achso, ich muss dich untersuchen. Nehmen Sie den. Dann muss ich mich nicht mehr um den Raum kümmern, denn 6, 33 und 118 müssen bald ausgetauscht werden. Und ich will nicht die Leiter hochklettern, um sie auszutauschen, denn es ist schon spät und ich bin müde. Und wenn Sie den nehmen, muss ich das nicht mehr tun. Die Seite war autobiografisch, eine Kindheitserinnerung. Aber ich hatte sie nicht geschrieben. Thomas Zane hatte sie verfasst. Dabei sollten sie doch nicht mehr existieren. Alan, 7 Jahre alt, wehrte sich heftig gegen den Schlaf. Wenn er doch einschlief, wachte er schreiend auf, die Albträume noch frisch in Erinnerung. Eines Abends saß seine Mutter an seinem Bett und gab ihm einen alten Lichtschalter, den sie Klicker nannte. Er sollte ein magisches Licht einschalten können, das Monster verjagte. Um dem Talisman mehr Kraft zu verleihen, erzählte sie, dass sie ihn von Alans Vater hätte. Alan hatte ihn nicht gekannt und alles von ihm wurde in seiner Fantasie mystisch. Den Klicker fest umklammert, schlief Alan endlich wie ein Baby. Jetzt, fast 30 Jahre später, dachte Alan daran, als er am Cauldron Lake stand, den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Meine Gedanken wirbelten. Ich hatte Alice den Klicker gegeben und doch war er hier. Zane hatte ihn herbeigeschrieben in einer von mir verfassten Geschichte. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Ende von Folge 5. Ja. Wollen wir mal mit Eingabe jetzt überspringen hier. Bisher bei Alan Wake. Ich schrieb eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Thomas Zane tat dasselbe in den 70ern. Keinen Schritt weiter. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte. Niemand wird überleben. Sie kannten Zane! Thomas Zane! Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Er ließ etwas zurück, was mir hilft. Den Klicker. Alan dachte daran, als er am Cauldron Lake stand, den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Folge 6. Abreise. Ich hatte einen Kater. Mein Kopf war kurz vorm Explodieren und das Licht tat mir in den Augen weh. Ich brauchte meine Sonnenbrille und Schmerzmittel. In einem Moment der Selbsttäuschung schwur ich, mit dem Trinken aufzuhören. Ja, und hier mache ich jetzt mal eine kleine Pause und ja, das nächste Mal begeben wir uns in Episode 6, der finalen Episode, soweit ich weiß. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin einfach mal ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Ja, hier stehen geblieben letztes Mal bei Episode 6. Der Alan braucht irgendwie seine Sonnenbrille und Schmerzmittel.